Diese sechs schrecklichen Haibegegnungen werden Sie definitiv jahrelang vom Meer fernhalten. Nummer 6. Dieser Clip beginnt damit, wie ein Mann, der eine GoPro an sich befestigt, sich vorsichtig an den Rand einer steilen Klippe bewegt, um von dort aus ins Wasser zu springen. Alright. Ready. Als der Mann wieder an die Wasseroberfläche kommt, warnt ihn sein Freund plötzlich vor etwas, das im Wasser lauert. Vor lauter Schock dreht er sich sofort um und versucht so schnell wie möglich vom Raubtier wegzuschwimmen. Nachdem er nur wenige Zentimeter dem Tier nahe kam, schafft er es glücklicherweise, zurück ans Ufer zu schwimmen und schließlich aus dem Wasser zu klettern. Nummer 5. In den Bahamas-Riffen machte sich ein 8-jähriger Junge im Urlaub mit seiner Familie auf den Weg, um den wunderschönen Meeresboden zu erkunden, als die Dinge eine schreckliche Wendung nahmen. Das Video beginnt damit, dass der junge Mann friedlich in den Tiefen des Ozeans schwimmt, während seine Eltern vom Boot in der Nähe aus auf ihn aufpassen. Unglücklicherweise taucht plötzlich aus dem Nichts ein Hai auf, der nicht allzu weit entfernt lauert. Als das passiert, dreht er sich vorsorglich schnell um, zum Boot zurückzuschwimmen. Der mutige Junge, der sich glücklicherweise gerade noch rechtzeitig gerettet hat, schwimmt weiter zu seiner Familie zurück und hält dabei die Augen offen. Das Video endet dort und ob der Hai zurückkam, ist nicht bekannt. Nummer 4. An einem sonnigen Tag in Florida war dieser abenteuerlustige Mann alleine beim Kajakfischen, als er etwas wirklich Unglaubliches erlebte. Die ersten paar Minuten des Clips zeigen einfach den Mann, wie er erklärt, was er denn nun vorhat, während er vom Ufer weg auf eine Brücke zurudert. It's pretty snarky out here. We're gonna start here at the middle of the bridge and I think work to the left. Nachdem er mehrere Fische für sich selbst ködern und fangen konnte, ist der Mann fassungslos, als er feststellt, dass sein nächster Köder etwas Größeres als einen Fisch angezogen hat. Got him out. Oh my gosh! Holy sh! Oh my god! What? Immer noch erschrocken über das, was gerade passiert ist, ist der Mann gezwungen, den Köder von seiner Angelausrüstung abzuschneiden, um sein Leben zu retten und den Hai endlich in Ruhe zu lassen. Nummer 3. Eine Gruppe australischer Freunde auf einer vergnügten Sperrfisch-Expedition kämpfte schließlich um ihr Leben, als sie von einem hungrigen Tigerhai angegriffen wurden. Die Kamera zeigt zu ihrer Rechten, wie das Raubtier erschreckend nah unter ihnen herumschwimmt. Glücklicherweise mit scharfen Speeren bewaffnet, behaupten sich beide Männer tapfer, um das Tier abzuwehren, in der Hoffnung, dass es sie schließlich in Ruhe lassen wird. Da der sture Hai leider nicht nachgibt, taucht ihr anderer Freund gerade noch rechtzeitig auf und versucht sofort, sie aus dem Wasser zu holen. Die Männer schaffen es glücklicherweise unverletzt auf das Boot und schreien weiter, um zu feiern, was sie gerade erlebt haben. Nummer 2. Dieser Clip zeigt einen Mann, der ganz ruhig in den Gewässern von Salt Rock, Südafrika fischt, als etwas wirklich Unerwartetes passiert. Nachdem er beinahe von dem Hai ins Wasser gezogen worden wäre, zieht der Mann seine Beine wieder auf das Kajak, um das Tier nicht versehentlich anzulocken. Das Video endet leider dort und was als nächstes passiert, ist nicht bekannt.
Nummer 1. Eine Gruppe von Unterwassertauchern in Fort Pierce, Florida, erlebte einen echten Albtraum, als plötzlich ein riesiger weißer Hai Interesse an ihnen zeigte. Das Video beginnt damit, dass der aufzeichnende Mann die anderen schnell auf die unmittelbare Gefahr aufmerksam macht, als er den schwachen Schatten des unter den ihnen schwimmenden Raubtiers bemerkt. Oh, great white. Ausgerüstet mit Speeren richten die Taucher ihre Waffen weiter auf den Hai, der leider von Sekunde zu Sekunde näher und näher kommt. Schließlich verlieren die Männer das Tier aus den Augen, als es weggeschwommen zu sein scheint. Deswegen beschließen sie aus irgendeinem Grund, sich zu trennen und danach zu suchen. Nach vielen Minuten des Suchens ist das Raubtier zum Glück nirgendwo zu sehen und die Taucher hören einfach auf zu filmen und gehen zurück zu ihrem Boot. Danke fürs Zuschauen bis zum Ende. Schauen Sie sich diese anderen Videos an, die Sie sicherlich ausflippen lassen werden. Wir sehen uns dort.